Ja, das wird schon mal nix. Heieiei. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Gran Turismo 7. Ich habe ja den Neueinstieg gewagt, nach 13 Jahren mal wieder Gran Turismo zu spielen. Wir sind noch ganz am Anfang, das ist das zweite Video und jetzt gucken wir mal, was jetzt neu dazugekommen ist in meinem Account, ist das Lizenzcenter. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal die Lizenzen zu fahren. Also es gibt ein Auto, wenn man alle Bronze schafft, dann bekommt man auch die nationale B-Lizenz. Und man bekommt noch ein weiteres Auto, wenn man alles Gold fährt. Dann fangen wir doch mit dem ersten Mal an. B1 heißt starten, anhalten 1. Okay. Sie müssen von der Linie weg beschleunigen und im Zielbereich stoppen. Okay. Probieren wir doch mal aus, würde ich sagen. Schön beschleunigen. Ich denke, ich kann relativ kurz vor knapp dann bremsen. Ich würde sagen, jetzt. Oh, ich glaube, das ist zu viel. Also war nicht wirklich gut. Aber es hat für Gold gereicht. Also machen wir da jetzt auch nicht lange rum. Brauchen wir uns auch nicht angucken. War jetzt auch nicht so spannend. Gut, gibt ein bisschen Geld. Weiter geht's. Ja, okay. So wie es aussieht, gleiche Übung nochmal, aber ein schnelleres Fahrzeug. Ja, habe ich genau richtig verstanden. Dann starten wir doch mal. Auf jeden Fall früher bremsen. Ich würde sagen, hier. Oh, richtig gut ist es auch nicht. Das reicht auch nicht. Nee. Sollen wir versuchen. Das war definitiv zu spät gebremst. Der Start war definitiv schlechter. Wir bremsen jetzt ein bisschen früher. Aha. Der Start war einfach schlecht. Gut, drei Versuche schon bei B2. Da kann ja lustig werden. Ja, das sieht deutlich besser aus. Man muss auch richtig beschleunigen können. Och, komm schon. Ist ja nicht so, dass ich es nicht geschafft hätte, aber... Gold wäre schon schön. Das ist zu spät, oder? Was ist denn los? Ich habe einen Plan, ich bremse jetzt einfach deutlich früher. Und zwar hier. Genau, das war's. Mal jetzt keine Wiederholung angucken. Gibt wieder 3000 Punkte und ein bisschen gefahrene Kilometer. Weiter geht's. Grundlagen Kurvenfahrt 1.
Lenkfähigkeit in der Rechtskurve wollt ihr bei mir testen, okay. Okay, er sagt zu mir, ich muss nicht bremsen. Ich sage... Jetzt würde ich sagen. Ja, 0,5 Kilometer war natürlich für den Marathon nicht besonders gut. Wie geht's weiter? Gleiche Kurve. Ja. Gleiche Kurve, schnelleres Auto. Also gehe ich mal davon aus, dass wir diesmal bremsen müssen. Ja. Kann ich also nicht Vollgas nehmen. Gut, dann schauen wir mal. Das wird schon mal nix. Heieiei. Boah, Silber. Richtig gut gefühlt habe ich mich dabei aber nicht. So. Ja, da geht's. Ja, das geht nicht. Vielleicht sollte ich mal meine Kurventechnik feilen. Unterbrechen. Okay. Sagen, das ist es. Ja. Vielleicht bin ich doch ein bisschen außer Übung. So. Kurvenfahrt.
eine Reihe aufeinanderfolgender Kurven im richtigen Lenkrhythmus muss genutzt werden. Dann wollen wir doch mal sehen. Auto Bianchi. Also, schalten nicht vergessen, ne? Hätte ich geschaltet, hätte ich vielleicht direkt die Goldzeit gehabt. Schönes Auto. Oh, die Belohnungen werden noch höher. Okay, gleiche Kurve. Ja, ich verstehe. Gleiche Kurve, ich muss aber bremsen. Noch weit weg. Oh, sehr viel Potenzial. Erst so ein bisschen an die Bremspunkte auch ran. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir vorher schon gedacht, dass ich da eigentlich, dass ich mich eigentlich hätte ausbremsen müssen, weil ich da ganz schön stark die Kurve geschnitten habe. Nee, das kann keine gute Zeit werden. Eieieiei. Ach komm. Verbessert, aber noch keine Goldzeit. Haben wir sie doch. So, was kommt jetzt? Wie viel kommt eigentlich insgesamt? Okay, 10. Nummer 7. Handbremsen. Also anbremsen und richtig in die Kurve reinfahren. Klingt erstmal leicht. Ich würde sagen,
Ja. Oh, schlecht gebremst. Das war schon mal nix. Oder ich immer noch das Gefühl habe, ich bin sehr weit vom richtigen Bremspunkt weg. War die Zeit doch schon ganz okay. Also, wo bremsen wir? Da haben wir sie, die Goldzeit. Wobei ich fand das immer noch nicht optimal. Also, da geht definitiv noch um einiges mehr. Aber ich beschwere mich gar nicht. Lancer Evolution. Sehr gut. Grundlagen der Kurvenfahrt 6. Werden wir Ihnen die erste Kurve auf dem Mount Panorama Circuit zeigen? Okay, Mount Panorama Circuit, der sagt mir noch gar nichts. Hier müssen Sie visuelle Referenzpunkte finden für den Bremsfunk, für Bremspunkt. Ne? Wenn ich direkt Bronzezeit habe, habe ich das Gefühl, ich habe noch einen weiten Weg. Das Gefühl habe ich auch gerade wieder. So. Na gut, Bremspunkt suchen kann auch bedeuten, dass man mal drüber hinausschießt über die Kurve. Kurvenausfahrt fehlt noch einiges. Kurveneinfahrt auch. Okay. Trotz meines Verschalters hat das sehr gut geklappt. Dann sind wir auch schon bei National B9. Doppelkurve. Okay. Bremsen Sie, solange das Fahrzeug geradeaus fährt. Ja. Das schauen wir mal. Dafür, dass ich mich echt schlecht gefühlt habe, ist die Zeit ja fast okay. Das war knapp.
Das war einfach zu schnell innerhalb der Kurve. Ja. Kurveneingang war nicht so gut, aber dafür war der Kurvenausgang umso besser und da her kommt dann die Zeit. Wunderbar. Dann, wenn ich es richtig sehe, sind wir doch jetzt schon. Ja. Abschlussprüfung. Okay. Auch eine Kurvenkombination. Abschlussprüfung, nationale B-Lizenz. Also mindestens Bronze halte ich die Lizenz, aber hätte ich mir sparen können, da weiterzufahren. Aber ich wollte zumindest meine Zeit haben. Für diesen Ausrutscher Silber? Was ist da los? Man hätte die Kurve nur noch schlechter fahren können, indem man rausfliegt. Okay, das war gar nicht so viel besser. Es war schlechter. Es war sogar schlechter. Was habe ich denn da gemacht? Und trotz dieses Ausrutschers ganz am Anfang ist das immer noch meine beste Runde. Schön verschaltet. Also da bin ich noch sehr weit weg von der Goldzeit. Das gefällt mir überhaupt nicht. Konzentration. Aha. Da ist sie, die Goldzeit. Da ist sie, die nationale B-Lizenz. Und alles in Gold. Da, nationale B-Lizenz erhalten. Nochmal. Gibt es noch Geld? Ach, es gibt Autos. Für alle Bronzeprüfungen bekomme ich einen Clio RS Trophy von 2016.
Und für alles Gold bekomme ich ein GTO, ein Mitsubishi GTO Twin Turbo von 1991. Wunderbar. Ja, der will mich schon wieder direkt zur nationalen A-Lizenz überreden. Das machen wir aber in einem anderen Video. Und ich würde sagen, was ich nämlich eben nicht gemacht habe, das ist ja eigentlich ein Menübuch, also gehen wir nochmal kurz ins Café und schauen uns das an. Ja, da merkt er, alles klar, hast du schon gemacht, wunderbar. Hätte ich auch hierüber auswählen können, aber ich wusste, dass das als nächstes kommt, also bin ich direkt zu den Lizenzen gegangen. Ja. Jetzt habe ich quasi die Lizenzen gemacht, komme zurück. Ja, den habe ich auch kennengelernt. Gut. Somit habe ich die B-Lizenzt. Ah, und jetzt werden jetzt Strecken freigeschaltet. Und ein neues Menübuch. Aber das sehen wir im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.